Setzen wir jetzt also mit dem Stoff fort. Sie erinnern sich, wir hatten zuletzt gesprochen über die Pseudotensoren. Und da möchte ich ganz kurz wiederholen, Sie haben sich ja sicher jetzt schon mehrfach damit auseinandergesetzt im Rahmen dieser Vorlesung, dass die Tensoren definiert sind über ihr Transformationsverhalten. Also dass, wenn man von einem Basisvektor das System auf ein anderes übergeht, dass dann entsprechend auch die Komponenten der Tensoren und Vektoren sich so ändern müssen, dass die Größe als solche die gleiche bleibt, aber wenn sie sich auf andere Basisvektoren bezieht, müssen sie natürlich auch andere Komponenten kriegen. Die Art und Weise, wie sich das transformiert, das ist genau festgelegt, das haben wir schon gemacht, wie das geht, und wenn das dann so stimmt, dann nennt man diese Größe einen Tensor. Und Tensor 0 der Stufe, das sind Skalare, das ist das einfachste, die ändern einfach ihren Wert nicht, wenn man auf andere Basisvektoren geht, weil die beziehen sich ja gar nicht auf diese Basisvektoren, das ist ja einfach toll. Und dann die Tensoren erster Stufe, die sind die Vektoren, beziehungsweise genau genommen die Komponenten eines Vektors bilden einen Tensor erster Stufe. Die transformieren sich wieder so, dass der Vektor bleibt, was er ist, egal auf welches Basisvektorsystem man ihn bezieht. Und die bei Tensoren höherer Stufe sind ganz ähnliches Transformationsverhalten, für jeden Index eine entsprechende Transformationsmatrix. Das kennen Sie schon alles und genau genommen, man soll sich das überlegen, ist ja eigentlich gar nicht kompliziert. Nur kommt dann noch eine kleine Geschichte dazu, es gibt ja die Kontravariantik-Sachen, weil wenn zum Beispiel die Basisvektoren sich kovariant transformieren, dann müssen sich die Komponenten kontravariant transformieren, sodass die Größe als solches, die aus Basisvektoren und Komponenten zusammengesetzt, eben konstant bleibt ist. Und Kontra hast eben dann die Transformationsmatrix in erster Linie. Also wenn man das verstanden hat, meine Damen und Herren, dann haben Sie schon viel verstanden über die Tensorrechnung. Das ist eigentlich die Grundüberlegung. Und jetzt ist aber dann zuletzt dazugekommen, wir haben jetzt noch in der Physik eine andere Art von Tensoren, nämlich die Pseudotensoren. Noch so eine kleine komische Geschichte. Die unterscheiden sich geringfügig von den Tensoren, weil nämlich bei den Transformationen unter gewissen Voraussetzungen ein negatives Vorzeichen dazukommt. Und zwar immer dann, wenn es sich um eine Spiegelungstransformation handelt. Das ist eine Transformation, wo die Basisvektoren die Orientierung wechseln, wo es von einem Rechtssystem in ein Linkssystem transformiert wird oder umgekehrt. Das Rechtssystem, Linkssystem, und so fort, das ist gespiegelt. Und also wenn man so eine Spiegelungstransformation durchführt, wo die Determinante der Transformationsmatrix dann kleiner als 0 ist, in dem Fall tritt so ein zusätzliches negatives Vorzeichen bei der Transformation ein. Und wenn das passiert, dann kommt ein bisschen was anderes heraus, insbesondere anschaulich. Bei den Tensoren erster Stufe, also bei den Pseudotensoren erster Stufe, die nennt man dann auch Axialvektoren und im Gegensatz dazu nennt man die richtigen dann polaren Vektoren. Und diese Axialvektoren haben die merkwürdige Eigenschaft, dass, wenn man eine Spiegelungstransformation durchführt, der Vektor zwar die grundsätzlich Richtung beibehält, auch seine Länge ändert sich nicht, aber er klappt in die Gegenrichtung. Sein Orientierungssinn ändert sich. Und das kommt dann natürlich komisch vor, wozu braucht man sowas, das ist doch eh sinnlos, weil die Schwerkraft muss immer nach unten zeigen und kann dann nicht so ohne weiteres nach oben zeigen, weil natürlich ist eben auch ein polarer Vektor, ist kein axialer Vektor, das wäre schrecklich, wenn man in den Spiegel schaut und fliegt hinauf, ne? Das ist eben so nicht. Aber es gibt Vektoren und einer davon ist besonders prominent, schon am Anfang des Studiums, das ist der Winkelgeschwindigkeitsvektor. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört und da setze ich jetzt also fort, dass wir noch fest so als Nachtrag zu der letzten Vorlesung wollen wir also noch ein bisschen genauer den Winkelgeschwindigkeitsvektor definieren. Der Winkelgeschwindigkeitsvektor, oft wird er mit Omega, also dann mit Omega-Pfeil bezeichnet.
Omega Phi. Und den definiert man anschaulich in Bezug auf die Drehbewegung, die er beschreiben soll. Ein Winkelgeschwindigkeitsvektor bezieht sich immer auf eine gewisse Rotationsbewegung. Und da ist einmal das eine, das ist der Betrag des Winkelgeschwindigkeitsvektors, dass der gleich ist eben der Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, das ist nichts anderes als die Phi nach dem Weg. Winkelgeschwindigkeit. Na, was heißt das? Das ist der Winkel, der vor einem Radiusvektor pro Zeiteinheit überstrichen wird, während dieser Drehbewegung. Na, das wissen Sie alles, das kennen Sie alles. Und der Winkelgeschwindigkeit ist ein Vektor, ist natürlich sinnvollerweise so definiert, dass der Betrag eben die Winkelgeschwindigkeit ist. So wie der Betrag des Geschwindigkeitsvektors eben die Geschwindigkeit ist. Also so ist es hier auch. Oder der Betrag eines Kraftvektors ist eben die Kraft in Newton, klarerweise. Aber dann kommt als weiteres dazu, dass dieser Winkelgeschwindigkeitsvektor parallel zur Drehachse läuft. Na, das ist sehr anschaulich, nicht? Wenn sich das so dreht, dann ist das die Drehachse und parallel dazu liegt der Winkelgeschwindigkeitsvektor. Das heißt, der zeigt mit seiner Richtung auch an, um welche Achse die Drehbewegung erfolgt. Das kann sich natürlich alles ändern. Es kann die Winkelgeschwindigkeit ändern, wenn sich das immer schneller und schneller und schneller dreht. Und es kann auch die Drehachse sich ändern. Denkt an einen Kreisel, der so eine Präzessionsbewegung macht. Nicht? Der reagiert, aber die Achse ändert sich. Das alles kann passieren. Und das kann man alles sehr schön beschreiben mit Hilfe dieses Winkelgeschwindigkeitsvektors. Aber jetzt spüren Sie schon, da fehlt noch was. Weil man weiß es nicht, in welche Richtung Zeit dreht. Und das ist also alles im Dreidimensionalen besonders schön klar zu machen. Eigentlich beziehen sich solche Dinge, obwohl man das meistens nicht so richtig ausspricht, auf den dreidimensionalen Raum. Und da spüren Sie schon, auch bei dem Epsilon-Tensor hat man sich auf den dreidimensionalen Raum beziehen müssen. Das sind Sachen, die hängen mit der Dreidimensionalität zusammen und sind dann oft nur kompliziert, auf höhere Dimensionen zu verallgemeinern. Also, wie schaut es mit dem Orientierungssinn dieses Winkelgeschwindigkeitsvektors aus? Und da ist es nun so, bei einer Drehbewegung im Raum kann die entweder da im Gegenuhrzeigersinn von oben gesehen oder im Uhrzeigersinn erfolgen. Und gerade die Freiheit haben wir jetzt noch mit dem Winkelgeschwindigkeitsvektor. Ob er so oder in die Gegenrichtung zeigt. Und da heftet man jetzt diesen Orientierungssinn des Winkelgeschwindigkeitsvektors an den Orientierungssinn der Drehbewegung, um die es geht, an. Und sagt also, wir verwenden Handregeln oder Schraubenregeln. Ich finde die Handregeln angenehmer, weil Hand hat man immer bei der Hand, während Schrauben muss man suchen. Aber die Hand ist ja immer da. Also dann sagt man also ganz einfach, dass also der Orientierungssinn von Omega entsprechend der Handregel. Und das schreibe ich jetzt nicht mehr hin, sondern sage ich Ihnen nur, wenn das Basisvektorsystem, das man gewählt hat, man muss ja ans Wählen, auf was sich dann alles bezieht, ein Rechtssystem ist, D1 oder D1, G2, D3, so, und nicht so, sondern so, dann verwendet man für die Festlegung der Orientierung des Winkelgeschwindigkeitsvektors auch die rechte Handregel. Wenn sich dieses System so dreht, wie diese vier Finger da zeigen, dann zeigt das Omega hinauf. Wenn hingegen man ein Linksbasisvektorsystem verwendet, das ist also sowas, unterschiedlich von dem, denn ich stelle mir jetzt so, dass das wirklich für Sie auch rechts und links ist. Wenn ich mich so störe, ist das was nicht. Na, das ist eben das Heikle bei diesen Orientierungen, dass das so geht. Spiegel immer, muss man wirklich aufpassen. Ne? Also wenn das Basisvektorsystem ein Linksystem ist, dann verwendet man auch entsprechend die linke Handregel. Und wenn sich also da das Ringelspiel zum Beispiel so dreht, dann muss ich also so die Finger legen für die rechte Hand, dann zeigt er nach unten. Aber wenn ich jetzt ein Linksystem habe, nämlich die linke Hand, das dreht sich nach wie vor so, er zeigt nach oben. Also so, ja, Sie verstehen das schon, was ich meine. Und aufgrund dieser Definition
ist automatisch gegeben, dass dieser Winkelgeschwindigkeitsvektor ein Pseudovektor sein muss. Denn immer wenn ich eine Spiegelungstransformation durchführe von einem Rechtsbasisvektorsystem in ein Linksbasisvektorsystem, bleibt die Länge gleich, bleibt die Richtung im Raum gleich, aber der Orientierungssinn klappt um. Genau die Eigenschaft eines Pseudovektors. Und der kommt einem also bereits ganz am Anfang des Studiums in die Quere. Das ist nicht irgend so was, was erst in der Quantenelektrodynamik dann wichtig ist oder so. Das hat man schon von Anfang an. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass Sie das jetzt schon kennenlernen, dass Sie nicht später dann so einen Riesenrespekt vor diesen Sachen haben. Das ist gar nicht so kompliziert. Man muss sich das nur einmal klar machen mit den Händen, da kann sich da jeder was vorstellen. Und mehr ist eigentlich nicht dahinter. Und deswegen nennt man die Pseudovektoren, also Pseudotensoren erster Stufe, auch axiale Vektoren. Weil das ist so ein Vektor, der parallel zur Drehachse ist und solche axiale Vektoren haben diese komische Eigenschaft. Also das ist beim Winkelgeschwindigkeitsvektor. Den wollte ich jetzt noch dezidiert nachholen. Es gibt dann noch einen weiteren wichtigen Vektor vor, aber jedenfalls in der Elektrodynamik ist es die magnetische Flussdichte, die diese Eigenschaft hat. Und das, sage ich jetzt einmal gleich vorweg, aber dann reden wir später noch ein bisschen näher dazu, liegt eben, das habe ich glaube ich schon erwähnt, daran liegen diese ganzen komischen Handregeln oder Straubenlehregeln in der Elektrodynamik. Dass wenn da der Spule durchflossen wird, geht das in der Richtung. Warum in der? Warum nicht in der? Das ist nur eine Frage, ob man ein Rechtsbasisvektorsystem oder ein Linksbasisvektorsystem verwendet. Und so wie man es heute sagt, Die Schrift ist so, dass man besser mit der rechten Hand schreibt. So sagen Sie, wir verwenden im Allgemeinen immer ein Rechtssystem. Aber warum muss das sein? Das ist gar nicht notwendig. Und in manchen Fällen ist es auch wichtig, dass man auch spiegeln kann. Also um das sich klar zu machen, sind diese Überlegungen, glaube ich, schon sehr wichtig. Also Pseudovektoren nennt man auch Axialvektoren und die richtigen Vektoren. Wenn man das also wirklich, braucht man sonst gar nichts dazu sagen, aber wenn man es also in den Gegensatz setzen will zu den axialen Vektoren, nennt man sie polare Vektoren, so wie der Ortsvektor zum Beispiel derzeit immer vom Ursprung zu gewissen Punkten. Und wenn Sie jetzt das gespiegelte Basisvektorsystem haben, zeigt er weiter dorthin. Und Sie werden sich vielleicht das letzte Mal noch erinnern bei dem Beispiel, da haben wir doch eine solche Transformation durchgeführt mit der Determinante minus 1, wo alle Basisvektoren bei der Transformation in die Gegenrichtung gespiegelt werden. Das war das Letzte, was wir noch durchgeführt haben. Letzte Woche war das? Letzte Woche, ja. Und da hat sich dann herausgestellt, wenn man einen wirklichen Vektor betrachtet, dann müssen für den Fall einer derartigen Spiegelung die Komponenten alle in ihr Negatives übergehen. Weil ja auch alle Basisvektoren in ihr Negatives übergehen. Wenn der Vektor jetzt dasselbe bleiben soll und alle Basisvektoren zeigen in die andere Richtung, dann müssen die Komponenten alle negativ werden von dem, was vorher war, damit der Vektor wieder in die richtige Richtung zeigt. Also das ist ein bisschen vertrackt, dass dann der polare Vektor lauter Minus dazu kriegt und aber der axiale, weil da jetzt noch ein Minus dazu kriegt, kriegt jetzt auf einmal kein Minus. Und das ist, jetzt kommt man durcheinander. Nicht? Aber wenn es sich vorstellt, alle Basisvektoren zeigen in die Gegenrichtung, aber die Vektorkomponenten bleiben gleich, dann hupft der selber ja auch in die Gegenrichtung. Und damit ist das, was man beim Axialvektor eben beobachtet, gegeben, dass der eben bei Raumspiegelungen umklappt. Wer hat dazu jetzt noch ein Problem oder versteht das jetzt nicht? Na, das freut mich aber außerordentlich. Glauben Sie mir, da kann man sehr viel herumreden und am Schluss kennt man es überhaupt nicht aus. Also deswegen möchte ich, dass Sie das einmal so richtig schön verstanden haben, dann werden Sie das auch stabil weiter so verstehen. Naja, aber es ist nicht nur wegen des Winkelgeschwindigkeitsvektors oder vielleicht noch eines anderen so ein bisschen exotischen Vektors in der Physik. Es ist von dieser Krankheit, wenn ich so sagen darf, von dieser Pseudokrankheit auch das vektorielle Produkt zwei Vektoren befallen sozusagen. Und das kommt ja doch recht häufig vor. Und jetzt also endlich, jetzt sind wir schon im Jänner, so gegen Ende der Vorlesung kann man endlich das vektorielle Produkt einführen. Obwohl Sie sich vielleicht am Anfang schon gedacht haben, kann er doch gleich an aufwaschen mit dem Skalarprodukt, da gleich das Vektorprodukt, warum so lange warten? Na, eben weil man dazu ein paar Sachen braucht.
Also das Kapitel, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das Kapitel 11, vektorielles Produkt. Und da werden Sie sehen, dass jetzt mit den Dingen, die uns jetzt schon zur Verfügung stehen, jetzt haben Sie schon immerhin einiges, Sie wissen, was ein Tensor ist, Sie wissen, was der Epsilon-Tensor ist, Sie wissen, was ein Pseudotensor ist. Also mit diesen Dingen lässt sich das jetzt endlich richtig abhandeln. Und ich werde sofort einmal definieren, was man also jetzt aus unserer heutigen professionellen Sicht darunter versteht. Das vektorielle Produkt zweier Vektoren im dreidimensionalen Raum füge ich eines hinzu, weil das vektorelle Produkt, von dem eben meistens die Rede ist, wenn man vom Vektorprodukt spricht, ist nur bezogen auf den dreidimensionalen Raum. Während also das Skalarprodukt in beliebigen Dimensionen macht. Und dieses vektorelle Produkt ist also definiert in der Weise, dass man sagt, A-Pfeil kreuz B-Pfeil, das ist jetzt ein Vektor und der hat daher eine Ite-Komponente. Wir schreiben das gleich tensoriell auf, jetzt haben wir das ja schon, jetzt brauchen wir nicht mehr so herumzipfeln, sondern jetzt machen wir richtige Tensorgleichung. Das ist also nichts anderes als Epsilon I GK AG BK. Und jetzt werden Sie also denken, na komm, das schaut doch jetzt wirklich ganz anders aus, als so, wie Sie das gekannt haben. Und jetzt ist die Frage, na stimmt das überhaupt? Erfüllt das auch alle die Dinge, die man also von diesem vektorellen Produkt im Allgemeinen verlangt? Denn nur dann hat das ja einen Sinn. Denn wenn jetzt ganz was anderes rauskommt, dann das ist ja das dann nicht. Aber Sie werden schon sehen, es kommt richtig heraus und hat natürlich noch dazu den Vorteil, dass das jetzt auch nicht bezogen ist nur auf ein autonomiertes Basisvektorsystem, sondern es geht für beliebige Basisvektorsysteme. Das ist auch sehr praktisch, weil oft in der Anwendung, dann braucht man solche und dann kennt man das vektorelle Produkt gar nicht gescheit ausrechnen, wenn man nicht weiß, wie man das in allgemeinen Basisvektorsystemen ausrechnen kann. Na, den Epsilon-Tensor, den kennen Sie schon, das ist dieses Wurzel g mal diesem antisymmetrischen Symbol Epsilon von IEK. Nun, ansonsten haben wir also da die kontravarianten Komponenten dieser beiden Vektoren A und B und da haben wir die kovariante Komponente dieses vektoriellen Produktes A kreuz B. Naja, dann kann natürlich durch heraufziehen und herunterziehen der Indizes ergibt sich damit unmittelbar, das wissen Sie ja schon, wie das geht, A kreuz B oben I, und dann ist die 3 rauf und die 2 runter, Epsilon oben I, J, K, A unten J, B unten K. Und das ist also durchaus nicht identisch, diese zwei Gleichungen. Weil wir ja schon gesehen haben, dass es einen Unterschied macht, ob man bei einem Vektor seine Kovariantenkomponenten betrachtet oder seine Kontravariantenkomponenten. Das sind andere Komponenten, beziehen sich auf eine andere Basis, nämlich die jeweils zugehörige andere, die Kontravariante oder kovariante Basis. Das entspricht dem, das schreibe ich da in Parenthese, hält das gleich wieder weg, dass man also beim Skalarprodukt kommt, dann A Skalar mit B, konnte man schreiben A oben I, B unten I, und konnte auch schreiben A unten I, B oben I, durch dieses Hinauf- und Hinunterziehen der Indizes. Ich glaube, Sie erinnern sich an das. Und an das soll sich das jetzt erinnern. Das klappt einfach so um und dann ändert sich nichts an diesen Größen. Also das habe ich jetzt da hier nur dazu geschrieben, damit Sie so ein bisschen den Zusammenhang haben mit dem, was Sie ja eigentlich schon seit längerer Zeit kennen. Ja, das ist so. Okay. Naja, jetzt ist natürlich das Erste, ich brauche Ihnen nicht nochmal hinschreiben, was der Epsilon-Tensor ist. Wurzel aus G mal, das haben Sie ja hier nicht mehr. Jetzt ist das Erste, aber wie schaut es also mit dem Transformationsverhalten aus?
es ein paar Fälle, die man unterscheiden muss. Also wenn A und B beide polar sind. Also von richtigen Vektoren, nicht so wie ein Ortsvektor, ein Geschwindigkeitsvektor, ein Kraftvektor, solche Sachen. Gestandene Vektoren, die sich ja richtig transformieren, auch bei Spiegelungstransformationen. Denen ist es wurscht, die Schwerkraft zeigt immer nach unten. Egal, was für eine Spiegelungstransformation sie machen oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann, wenn Sie sich eine dieser beiden Gleichungen anschauen, dann wissen Sie, das transformiert sich richtig, wenn man Transformation ausübt. Das auch. Aber das ist ein Pseudotensor. Da handelt man sich ein zusätzliches Minus ein. Daher wird das auch ein Pseudotensor erster Stufe sein müssen. Wenn man ein Minus hineinkriegt, sind die elegante, das ist, wenn man das einmal so mit diesen Indizes aufschreibt. Dann ist also das A Kreuz B ein Axial. Die nächste Möglichkeit ist, dass also zum Beispiel A axial und B polar ist. Was wird dann sein? A ist axial, B ist polar. Was wird jetzt das Kreuzprodukt für eine Eigenschaft haben? Was glaubst du? Minus mal Minus ist Plus und alles ist wieder richtig. Das heißt, jetzt kommt das A kreuz B polar heraus. Und dann gibt es noch als letztes den eher, sagen wir, theoretischen Fall, das tritt in der normalen Praxis kaum auf, wenn A und B beide axial sind, dann haben wir da ein Minus und da ein Minus beim Spiegelungstransformieren und da auch ein Minus. Minus mal Minus mal Minus ist wieder ein Minus. Das heißt, dann ist alles axial. A Kreuz B ist auch axial. Und sowas ist in der Anwendungspraxis kaum, mir fällt kein Beispiel, wo sowas ist. Aber dass zum Beispiel A und B beide polar sind, das ist zum Beispiel der Fall beim Drehimpuls. Da schreibe ich jetzt her, der Drehimpulsvektor L ist gleich R Kreuz P. So ist er definiert. Ortsvektor, vektorell multipliziert mit dem Impulsvektor. Der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit, Masse ist ein Skalar, Geschwindigkeit ist ein polarer Vektor, daher ist also der Impuls natürlich auch ein polarer Vektor und der Ortsvektor als Ortsvektor natürlich auch ein polarer Vektor, dann beide polar und daher wird der Drehimpulsvektor axial sein. Das muss man sich schon klar machen. Ne? Das ist also ein Standard, ein richtiger Vektor, also ein wichtiger Vektor in der Mechanik, aber es ist ein Axialvektor. Siehe da. Und hingegen hier gibt es also auch eine derartige Situation. Da haben wir als Beispiel V ist gleich Omega Kreuz R. Die Bahngeschwindigkeit bei einer Kreisbewegung lässt sich so schreiben, wie Sie sicher schon gehört haben in der Vorlesung. Und da steht also bei Winkelgeschwindigkeitsvektors vektorell multipliziert mit dem Ortsvektor. Und da ist also der erste ist axial, der zweite ist polar und damit wird der auch polar und das ist auch so, denn wenn Sie eine bestimmte, also wie ein Ringelspiel, die drehen Sie meistens so, dann haben Sie natürlich einen gewissen tatsächlichen Bahngeschwindigkeitsvektor, der sich ständig ändert da rundherum. Bleibt so, wenn das Ringelspiel schon gleichmäßig taucht, betragsmäßig immer gleich, ändert unmittelbar umgerichtet. Und dann lässt sich diese Geschwindigkeit als Omega Kreuz R darstellen. Omega ist der Winkelgeschwindigkeitsvektor und R ist ein Ortsvektor, der direkt zu dem Punkt hinzeigt. Und Omega Kreuz R ist dann eben Winkel, ist die
Bahngeschwindigkeit, und da sehen Sie, also das ist ein Axial, das ist ein Polar, daher ergibt sich hier wieder ein Polar. Beide Beziehungen kommen sehr prominent in der elementaren Mechanik bereits vor. Und deswegen finde ich schon, dass es ganz gut ist, wenn man sich diese Dinge und auch ihr Transformationsverhalten wirklich klar macht. Also da ist das, der axiale Vektor des Omega, da ist der axiale Vektor des E. Also so viel einmal zum Grundsätzlichen, was man aus diesen Definitionsgleichungen einmal gleich ableiten kann. Also in orthonormaler Basis lässt sich das Ganze sofort schön aufschreiben. In der orthonormalen Basis ist das G IJ gleich dem Delta IJ der Einheitsmatrix, und das, die Determinante der Einheitsmatrix ist 1, so ist das G, das da in der Definition von den Epsilon-Tensoren dahin steht, auch 1, und die positive Wurzel aus 1 ist wieder 1. Das heißt, es bleibt dann überhaupt für diesen Epsilon-Tensor nur steht, nur 1er, minus 1er und 0. Also dieses Epsilon-Symbol, Epsilon wird auch manchmal als, also dieses, die Kronecker-Funktion und so, dieses Epsilon-Symbol, Epsilon von IJK, das ist in dem Fall schon der Epsilon-Tensor. Also in dem Fall ist es so, daraus folgt, G ist gleich 1, und daraus folgt, dass der Epsilon-Tensor gleich ist diesem Epsilon-Symbol Epsilon von IJK gleich 1, wenn das IJK eine gerade Permutation von 1 zu 3 ist, minus 1 eine ungerade und 0 immer sonst. Und wenn das so ist, dann kann man sich sofort das alles ausrechnen. Damit erhält man, nehmen wir also da das zum Beispiel her, A Kreuz B, erste Komponente, jetzt schreiben wir alle Indizes unten, weil das wissen Sie ja schon, in orthonormierter Basis ist es egal, ob Co- oder Kontravariant, weil ja eben der Kovariante und der Kontravariante Metriktensor dasselbe ist und immer der Einheit, die Einheitsmatrix, dann rauf und runter ziehen, ändert nichts, da kann man es gleich unten schreiben. Aber nur für diesen speziellen Fall, sonst nicht. Das betrachtet man diesen speziellen Fall. Dann haben wir also A Kreuz B 1, da ist also das I gleich 1, dann haben wir Epsilon 1, wenn B2 Indizes gleich sind, ist E alles 0, es bleiben nur die 6 Möglichkeiten der Permutationen von 1 zu 3. Also fangen wir gleich an mit 1. Also haben wir Epsilon 1, 2, 3, das ist 1, A2, B3. Und dann bleibt noch eine zweite Möglichkeit über, die ungleich 0 ist. Epsilon 1, 3, 2, A3, B2. Aber Epsilon 1, 3, 2 ist minus 1. Also bleibt minus A3, B2. Und so geht es dahin. A Kreuz B, die zweite Komponente, aber nur bitte in orthonormaler Basis. Da ist das I jetzt 2 zu setzen. Jetzt schauen wir wieder einmal nach, dass wir zuerst aber eine positive Permutation haben. Dann kommt Epsilon 2, 3, 1. Das ist zyklisch zu 1, 2, 3. 2, 3, 1. Also Epsilon 2, 3, 1, A3, B, 1. Und dann minus A1, B3, weil die zweite Möglichkeit ist dann Epsilon 2, 1, 3, das ist aber minus 1, A1, B3, da minus A1, B3. Ist das zu schnell? Ja, das versteht man schon. Ne? Letztes. A Kreuz B, die dritte Komponente. I gleich 3, wir wollen immer nur die, die ungleich 0 sind, haben, dann bleibt 3, 1, 2 oder 3, 2, 1. 3, 1, 2 ist plus 1, 3, 2, 1 ist minus 1,
Also 3, 1, 2, A1, B2 minus A2, B1. Und vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor. So rechnet man sich im Allgemeinen, wenn man Komponenten rechnet, so wie man das halt kennt aus der Schule schon, die Komponenten des vektorellen Produktes aus. Da gibt es ein paar andere Merkregeln noch, auf das will ich gar nicht eingehen. Wenn man sich das mit dem Epsilon-Tensor, sind jetzt in der Lage, dass es mit dem Epsilon-Tensor klar machen kann, klar macht, dann ist aufgrund dieser Demonstrationsgeschichten mit den Vorzeichen sofort klar, dass das so ausschauen muss. Und ich glaube, das wird Ihnen jetzt schon ein bisschen Zuversicht geben, dass das also wirklich das ist, was Sie also aus der Schule schon kennen. Dennoch, weil das so wichtig ist, möchte ich also außerdem die geometrische Veranschaulichung dieses vektorellen Produktes mit Ihnen auch noch durchbesprechen, auf der Basis der allgemeinen Definition. Das mache ich gar nicht recht unter. Aus ist es mit der orthonormalen Basis, jetzt geht es wieder allgemein. Ja, ganz wichtig. Also geometrische Veranschaulichung. Na, da kennt man die Geschichte, da ist es einmal wichtig, dass man sich überlegt, wie ist die Richtung dieses vektorellen Produktes A kreuz B und was ist der Betrag dieses Vektors. Na, die Richtung, da wissen Sie doch, das soll senkrecht auf A und senkrecht auf B sein. Und damit natürlich senkrecht auf die von A und B aufgespannte Ebene. Immer nur die Frage, ob es raufzeigt oder runterzeigt. Aber immerhin, senkrecht auf die beiden zunächst einmal. Nun, das kann man sich ja leicht anschauen, denn man braucht ja nur zum Beispiel das skalare Produkt A-Pfeil, skalar mit A-Kreuz-B betrachten. Wenn dieser Vektor A-Kreuz-B senkrecht auf A und senkrecht auf B steht, dann muss er insbesondere senkrecht auf A stehen und dann muss dieses Skalarprodukt 0 sein. Wenn zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen, dann ist es Skalarprodukt 0. Das ist ja, das wissen wir schon lange. Also, schauen wir das an. Na, das Gescheiteste natürlich, wir kennen das ja jetzt, ist, dass wir das eben in Indexschreibweise machen. Also A oben I mal A kreuz B unten I. Das schreibe ich immer so explizit auf, so ich schreibe A oben I mal A kreuz B unten I und das setze ich das gleich. Epsilon I J K A J B K. Naja, und was ist das? Das ist jetzt die Frage. Da haben wir jetzt, denken Sie sich dieses Epsilon I J K nach vorne gesetzt, das ist ja nur ein Produkt von mehreren solchen Komponenten, völlig wurscht, was da vorne und hinten steht. Wichtig ist nur, dass man weiß, worüber summiert wird, da ändert sich ja nichts. Wenn man das Epsilon I K nach vorne stellt, dann haben Sie ein Produkt einer Größe, die antisymmetrisch I und J ist, mit einer Größe A I A J B K, die symmetrisch I und J ist. Denn A I mal A J ist dasselbe wie A J mal A I. Also diese Größe A I A J B K ist symmetrisch in I und J, während das Epsilon I J K ist antisymmetrisch in I und J. Ja? Und jetzt werden Sie sich denken, na, also, und was habe ich davon? Na, da hat man sehr viel davon. Denn da gibt es wieder so eine Regel. Es gibt so viele Regeln in der Tensorrechnung. Da kann man die Regel noch wieder aufziehen, das Indizes herunterziehen, dann ist es Austausch der Indizes. Jetzt haben wir nochmal eine Geschichte mit symmetrisch mal antisymmetrisch. Das muss ich Ihnen aber in einer kleinen Nebenrechnung vorführen. Wir kommen gleich auf das noch zurück. Ein Einschub. Aber das ist dann auch allgemein wichtig. Nicht nur speziell für diese Anwendung, sondern ganz allgemein. Wir schauen uns an, was passiert, wenn man einen antisymmetrischen Tensor mit einem symmetrischen Tensor überschiebt.
Also A steht für antisymmetrisch, S steht für symmetrisch. Das heißt jetzt in dem Fall, AIJ ist gleich minus AGI, weil er antisymmetrisch ist. Und bei dem ist SIJ ist gleich SJI. Ja? Verstehen Sie mich? Und das schauen wir uns jetzt an. Überschiebung heißt, man summiert über beide Indizes. Wir schreiben einmal auf. Das machen wir jetzt. A oben IJ mal S unten IJ. Wir summieren über I und über J. Immer von 1 bis zur Dimensionszahl. Also im Fall von 3 haben wir da dann 9 Subterme. Aber das brauchen wir uns gar nicht im Einzelnen anschauen, weil wir werden jetzt rein noch verwenden, was wir wissen. Also dieses AIJ ist antisymmetrisch. Also kann ich schreiben, das ist minus AGI mal SIJ. Ja? Weil AIJ, AGI ist gleich minus AIJ. AGI ist minus, also das ist hier AIJ. Das ist gleich minus AIJ. Ja, das habe ich einfach nur da so eingesetzt. Und andererseits, das ist symmetrisch. Also können wir jetzt weiterschreiben. Jetzt nutzen wir das aus. Das ist also jetzt gleich, verändern wir nichts. Minus AGI, nur abgeschrieben, mal SGI. Weil SIJ ist gleich SJI. Das ist gleich SIJ. Ja? Ganz einfach und formal hingeschrieben. Und jetzt mache ich etwas, was sich manchmal bei der Indexschreibweise auch als sehr nützlich erweist. Ich bezeichne die Indizes um. Beim Summationsindex ist ja wurscht, ob ich sage Summe I ist gleich 1 bis N oder ob ich sage Summe J ist gleich 1 bis N. Die Summe in der Langschrift ist immer dasselbe. Ich schreibe statt J I und statt I J. Sonst tue ich nichts, daher muss das Minus da stehen bleiben. Und statt AJI kommt AIJ. Und statt SJI kommt SIJ. Haben das alle gut verstanden? Nicht, dass Sie sich da jetzt verwirrt haben. Aber das muss ich so machen, damit ich Ihnen erklären kann, auf was es jetzt ankommt. Fragen Sie mich, wenn das unklar ist. Warum ist das gleich? Weil ich ja nur die Indizes unbezeichnet habe. Da wird über J summiert von 1 bis Dimensionszahl, da wird von I summiert von 1 bis Z. Und hier von I von 1 bis Z summiert und das heißt halt hier J. Aber wenn Sie es in die Langschrift übersetzen und das jetzt da rein auch alles mit der Doppelsumme aufschreiben, kommt dasselbe Ergebnis heraus. Verstehen Sie mich? Ich habe nur die Indizes unbezeichnet. Was ich natürlich nicht darf, ich darf nicht die J und I unbezeichnen und die I lassen. Weil dann spießt sich das. Dann haben Sie in einem Produkt mehr als zwei gleiche Indizes. Dann wird es völlig unübersichtlich. Das ist gar nicht definiert. Es geht nur bei zwei, geht es mit dieser Einsteinschen Summationskonvention. Ja? Noch Fragen? Nee? Schauen Sie mal her, was da steht. A, I, J, S, I, J ist gleich minus A, I, J, S, I, J. No servus. Was heißt das? Null. Genau. Und damit haben wir eine tolle Regel. Wann immer eine symmetrische Größe überschoben wird mit einer antisymmetrischen, ist das Ergebnis Null. Das war ganz allgemein und so einfach hergeleitet. Das ist eine Regel, ganz allgemeine Regel. Wann immer Sie etwas Symmetrisches mit etwas Antisymmetrischem überschieben, Sie müssen die beiden Indizes nicht summieren, zuhören. Nun schauen Sie, was haben wir da jetzt? Die Größe Epsilon IJK ist antisymmetrisch in I und J und die Größe AI, AG, BK ist symmetrisch in I und J. Wenn Sie was Antisymmetrisches mit was Symmetrischem multiplizieren, kommt Null heraus. Da habe ich mir gerade noch so viel Platz gelassen, dass ich die Null herstellen kann. Das ist aber gut,
Weil damit kommt heraus, dass das a kreuz b senkrecht auf a ist. Na, das ist doch schon nicht schlecht. Nächste Sache, jetzt machen wir das noch mit b, aber das ist jetzt schon trivial. B ist skalar mit a kreuz b ist jetzt b mal epsilon i j k a j b k. Und jetzt haben Sie, denken Sie, wieder die zwei ausgetauscht, das ist ein Produkt von zwei Komponenten, bleibt dieselbe. Die Größe AJ BI BK ist symmetrisch in I und K. Der Epsilon-Tensor ist antisymmetrisch in I und K. Der ist ja vollständig antisymmetrisch bezüglich jedes Indexpaars antisymmetrisch. So haben wir die Geschichte ja von vornherein eingeführt, erinnern Sie sich. An dieser Antisymmetrie hängen diese Geschichten. Daher muss auch hier natürlich 0 herauskommen. Und damit ergibt sich also jetzt als Resultat, dass das a kreuz b senkrecht auf a steht und senkrecht auf b steht. Und das ist schon nicht schlecht, weil das wollten wir ja. Es ist jetzt, das war eine der wichtigen Sachen, dass das vektorielle Produkt zwei Vektoren senkrecht auf beide Faktorvektoren steht. Das haben wir jetzt auf die Art und Weise schnell weggekriegt. Jetzt aber, da fangen wir jetzt mit einer anderen Tafel an, die Tonne zu sparen, ja, ist egal. Jetzt müssen wir uns auch noch die Länge anschauen von diesem Vektor a kreuz b. Und das, wie sich herausstellt, ist ein bisschen umständlicher. Aber wir haben eine halbe Stunde. Ach, da geht sich das leicht aus. Also zunächst haben wir uns jetzt die geometrische Veranschaulichung hinsichtlich der Richtung angeschaut. Und jetzt schauen wir uns die Länge an. Die Länge von diesem Vektor a kreuz b. Gehört natürlich auch zur geometrischen Veranschaulichung von a kreuz b. Naja, dann schreiben wir uns das einmal auf. Die Länge eines Vektors. Da haben wir allgemein gehabt. Das schreibe ich jetzt wieder so in Parenthese und tue es gleich wieder weg. Absolut a ist gleich a oben i b r. A oben i, a unten i und die Wurzel daraus. Also die Wurzel des Skalarproduktes des Vektors mit sich selbst. Das ist schon alter Kaffee. Schon abgestanden und kalt. Das wissen Sie schon. Ich habe es halt nochmal hingeschrieben, dass Sie es sehen, wie es also dazu kommt. Und damit man nicht so viel Wurzel schreiben muss, kann man auch schreiben, absolut a zum Quadrat ist gleich a oben i a unten i. Hat jemand irgendeine Unklarheit da dabei? Eigentlich brauchen Sie also nur in Ihren Unterlagen zurückblättern oder in dem Skriptum, wenn Sie es haben, da steht es sehr bald am Anfang. Es ist vom Inhalt von Parallelotopen, das ist ein 1-Parallelotop. Das erinnern Sie vielleicht an diese Geschichte. Jetzt werden wir das hier so ausnutzen. Und damit wir eben mit der Wurzel nicht so viel herumrechnen müssen, nehmen wir die untere Zeile, der Betrag eines Vektors zum Quadrat, das ist auch oben ja unten. Also, oder a unten, ja oben, ist ja wurscht. Schreiben wir also a kreuz b zum Quadrat. Das ist also a kreuz b. Unten i mal a kreuz b oben. Denn der Vektor, um den es jetzt geht, ist nicht einfach a, sondern a kreuz b. Und a kreuz b unten i mal a kreuz b oben i ist das Quadrat des Betrages von a kreuz b. So wie da, so unten i, wenn Sie austauschen. Klar? Das müssen wir uns also jetzt ausrechnen. Na, a kreuz b unten i und a kreuz b oben i haben wir da oben ja schon aufgeschrieben. Wir brauchen das ja nur abschreiben. Wieder einmal, abschreiben ist angesagt. Also, ist gleich.
Epsilon in unten i je k a je bk. Wohlgemerkt allgemein. Das geht nur für Autonomierte. Das war nur einmal das kleine Stück der Einschub, damit sie so diesen Ansatzpunkt kriegen, was sie schon gewusst haben. Damit man sich ein bisschen sicher fühlen kann. Aber ansonsten bleibt jetzt alles allgemein. Also Epsilon unten i je k, so wie es da oben steht, a je bk. Und jetzt müssen wir das hier, haben wir es dann oben Epsilon oben i, aber je k kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Die habe ich schon verbraucht da, als Summationsindizes. Jetzt sehen Sie schon, das sind so Sachen, auf die man dann aufpassen muss bei der Tensorschreibweise, Indexschreibweise. Dass ja nicht durch irgendein Irrtum jetzt sozusagen sich verdoppeln mit den Summationsindizes, muss man halt im Alphabet weitergehen, je k, e, n. Also Epsilon i, n, n, und da haben wir jetzt a, n, b, n. Sehen Sie? Schaut natürlich ein bisschen schrecklich aus, aber Sie sind jetzt schon ein bisschen was gewöhnt. Sie werden sich vor dem nicht mehr so schrecken. Trotzdem, es erfordert schon eine gewisse Überlegung, was jetzt weiter zu geschehen hat. Denn letzten Endes soll aus dem Ganzen nämlich eine Zahl herauskommen. Und das ist auch klar, weil schauen Sie mal, über i wird zu mir, über j, über k, über e, über n, da bleibt ja gar kein freier Index. Ja, es kommt eine Zahl heraus, nämlich die Länge dieses vektorellen Produktes. Das wollen wir ja gerade ausrechnen. Na schön, also geht es so weiter. Das nächste, was jetzt kommt, ist, wir schreiben das noch ein bisschen um. Tun wir einmal die zwei Epsilon-Tensoren zusammen. Die sollen da miteinander munkeln, sozusagen. Epsilon i je k, Epsilon i l m, von da. Und jetzt bleibt stehen, schön aufschreiben, a je, b k, a l, b m. Unnötig zu sagen, dass es natürlich sehr darauf ankommt, wo der Index oben und wo der Index unten steht. Sie sind ja schon alte Profis, Sie wissen sowas ja schon, dass man da aufpassen muss. Also da kommt jetzt sowas Witziges vor da drin. Und da zeigt sich jetzt, meine Damen und Herren, ganz wichtig, da haben Sie auch viel davon, was Sie wissen, dass diese Überschiebung von zwei Epsilon-Tensoren eine einfache Beziehung ist, die man sich gut auswendig merken kann. Und das wollen wir jetzt ein bisschen wieder in einem Einschub behandeln. Das da oben war schon so ein Einschub mit einer allgemeinen Schlussfolgerung. Da haben wir gesagt, wenn man was Antisymmetrisches mit was Symmetrischem überschiebt, kommt null raus. Jetzt ist es ein bisschen eine andere Sache. Da ist auch eine Überschiebung. Eine Überschiebung von zwei Epsilon-Tensoren, indem da über einen der drei Indizes summiert wird. Die anderen sind da frei, die werden erst mit dem da hinten überschoben. Und das kümmern wir uns jetzt im Augenblick jetzt gerade. Wir wollen uns jetzt nur noch mal diese Sache anschauen. Und ich sage Ihnen gleich vorweg, wenn wir also dann draufkommen, was das ist, wenn Sie sich das auswendig merken, dann haben Sie also einen Großteil aller Vektorformeln, die man so in den typischen Formelsammlungen findet, haben sie also auf ihren Fingerspitzen. Können sie sofort aufschreiben. So einfach. Wunderbar jetzt. Da hat man echt was davon. Also schauen wir uns jetzt in einem Einschub die Überschiebung von Epsilon-Tensoren an. Und da gibt es also drei. Eine Überschiebung ist, wenn über alle drei Indizes summiert wird. Da wird er nur über einen summiert. J und K und E und N sind lauter freie Indizes. Aber um Ihnen so zu zeigen, wie sich diese Geschichten darstellen, fangen wir jetzt einmal damit an. Wir überschieben über alle drei Indizes. Merken Sie sich immer wieder, alles bezieht sich nur auf den dreidimensionalen Raum.
dass alles, wo diese Epsilon-Tensoren vorkommen, geht nur im dreidimensionalen Raum. Sonst sind wir so schön allgemein, hier aber nicht. Das ist halt so. Also, da haben wir Epsilon RST, Epsilon RST. Es wird über R, über S und über T summiert. Drei Summationsindizes. Als Assistenten, oh Gott, ein Tensor dritter Stufe und dann noch eine Dreifachsumme, 27 Terme, das ist ja unüberschaubar. Wie sich zeigt, das ist ja leicht überschaubar. Denn, Sie dürfen nie vergessen, der Epsilon-Tensor ist vollständig antisymmetrisch. Das heißt, wenn immer zwei Indizes gleich sind, ist die Komponente 0. Das braucht man gar nicht mehr berücksichtigen in einer Summe, das traut ja nichts bei. Es tragen nur diejenigen Komponenten was bei, wo R, S und T alle unterschiedlich sind. Also 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, und das sind die geraden Permutationen, die ungeraden, also insgesamt 6 Permutationen. 3 Faktoriell, 3 mal 2 mal 1 ist 6. Nun, da haben wir nur mehr 6. Und das ist schon viel einfacher. Also da überlegen wir uns doch einmal, wie schaut das jetzt aus zum Beispiel, wenn wir da mal anfangen. Also, diese R, S und T müssen jetzt einfach nur alle 6 Permutationen, die es gibt, der Zahl 1, 2, 3, durchlaufen. Also da haben wir zum Beispiel Epsilon 1, 2, 3 mal Epsilon 1, 2, 3. Na, was ist Epsilon unten 1, 2, 3? Na, das ist eine gerade Permutation, nämlich die nullte Permutation von 1, 2, 3. Oder ist zyklisch gleich 1, 2, 3? So trivial. 1, 2, 3 ist zyklisch gleich 1, 2, 3. Das brauchen wir nicht reden. Also ist das, hat das Epsilon von, das wäre 1. Und dann kommt das Wurzel aus G noch dazu. Dann mal so da, bleibt stehen Wurzel aus G. Und wie ist es mit dem jetzt? Epsilon 1 oben 1, 2, 3. Das war doch 1 durch Wurzel aus G mal dieses Epsilon-Symbol. Das Epsilon-Symbol von 1, 2, 3 ist aber 1, 1, 2, 3 ist eine nullte Permutation von 1, 2, 3 und das ist zyklisch gleich 1, 2, 3. Also, wieder. Also steht da 1 durch Wurzel aus G. Ja. Wenn wir jetzt Epsilon, also 1 Wurzel G mal 1 durch Wurzel aus G ist 1. Und zwar immer positiv. Positive Wurzel aus G, positive Wurzel aus G. Ja? Ja? Jetzt sehen Sie, wenn da 1, 2, 3, da 1, 2, 3 steht, kommt 1 raus. Und das sehen Sie sofort, das gilt für jede Permutation. Wenn Sie 2, 3, 1 nehmen und 2, 3, 1, haben Sie wieder 1 mal 1. Aber wenn Sie zum Beispiel 3, 2, 1 und 3, 2, 1 nehmen, dann haben Sie minus 1 und minus 1 ist wieder plus 1. Immer plus 1 heraus. Das heißt, es geht da so weiter, 6 mal, und es kommt heraus 6 so Terme, jeder ist 1, kommt einfach 6 heraus. Na, wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, Sie verstehen schon, was ich meine. Man braucht sich das nur durchüberlegen. Das kann man ja, weil es ist ja so überschaubar. Wir brauchen nicht auf den n-dimensionalen Raum verallgemeinern, es geht nur im dreidimensionalen Raum. Und da schaut man sich halt an, wo soll das gehen? Und da hat man 6 so Terme, die da überbleiben, die ungleich 0 sind. Jeder hat den Wert 1 plus 1 und daher kommt 6 heraus. Und es sollte auch nur eine Zahl herauskommen, weil wenn da alle Indizes summiert, es bleibt gar kein Index mehr. Fragen dazu? Ja. Warum ist Epsilon 1 durch 3 Wurzel G und das andere 1 durch Wurzel G? Also definiert haben wir am Anfang den Kovarianten Epsilon-Tensor. Und das heißt, das ist gleich Wurzel aus G, und zwar die positive Wurzel aus G, mal diesem Epsilon-Symbol, Epsilon von IJK. Und dann habe ich Ihnen gesagt, man kann jetzt mit Hilfe des Metric-Tensors alle drei Indizes hinaufziehen. Das haben wir aber nicht durchgeführt, weil das ist zu fad. Aber im Skriptum können Sie es nachlesen. Und wenn man das tut, dann kommt am Schluss heraus, dass Epsilon oben IJK gleich 1 durch Wurzel aus G mal diesem Epsilon-Symbol von IJK ist. Und das kann man noch zu... Bitte? Das G ist dabei was? Die Determinante des Metric-Tensors. Das haben wir aber genau durchbesprochen. Schauen Sie sich das an.
Ich wusste jetzt vielleicht nochmal hinschreiben sollen, aber das Faktor ist die Definition. Ist was? Der Faktor ist 1 von der Wurzel aus g. 1 mal. Ja, Wurzel aus g mal Epsilon von ijk. Das ist 1. Und Epsilon von 1, 2, 3 ist 1. Und da haben wir positive Wurzel aus g mal 1. Und das ist positive Wurzel aus g. Genau. Und wenn die Indizes oben stehen, dann steht 1 durch die positive Wurzel aus g. Wieder mal den Faktor 1. Weil wieder Epsilon von 1, 2, 3 ist gleich 1. Und da ist Wurzel aus g mal 1 durch Wurzel aus g gleich 1. Ja? Und das kann man ein bisschen besser verstehen, wenn man überlegt, dass der kovariante Metriktensor und der kontravariante Metriktensor zueinander inverse Matrizen sind. Daher werden die Determinanten dieser inversen Matrizen reziprok zueinander sein. Und da heißt das 1 durch Wurzel aus g auch die Wurzel aus der Determinante des kontravarianten Metriktensors. Und so passt das alles zusammen. Aber wir haben damals auch gesagt, das tun wir uns nicht an, dass wir dem einen extra Namen geben, weil das Reziproke von g ist halt 1 durch g und das schreibt man so auf und fertig. Und da heißt auch das Wurzel aus g, das Reziproke 1 durch Wurzel aus g und das bei dem ist immer 1. Hat Ihnen das ein bisschen weiter geholfen? Des metrischen Tensors, gij. G ist die Determinante von gij, aber das haben sie alles in Ihrem Unterlagen stehen. Ich muss, wissen Sie, das ist ein bisschen blöd. Wenn ich alles immer wieder wiederholen würde, dann wird das stinkfad und urlangweilig. Langwierig. Und das, wir wollen ja weiterkommen mit dem Ganzen. Deswegen schauen Sie, es ist gut, wenn Sie fragen, aber ich sage Ihnen eben, schauen Sie nach, Sie werden es finden und werden dann beruhigt sein. Ah ja, verstehen Sie. Wissen Sie, Sie dürfen das ja vergessen, es ist alles das erste Mal für Sie. Ich verstehe das schon. Aber dafür schreibt man das ja auf, dafür gibt es Kraft und können wieder nachschauen und sehen. Also da kommt einfach 6 heraus, ganz komischerweise. Als nächstes machen wir nur 2 Indizes. Nicht alle 3, sondern 2 Indizes, über die summiert wird. Dann haben wir εRSI mal εRSJ. Jetzt wird nur über R und S summiert, I und J sind freie Indizes. Ja? Was kommt da heraus? Jetzt müsste man das eigentlich im Allgemeinen verschiedener Dinge durchüberlegen. Aber wieder ist es so, dass Sie ja bedenken müssen, dass dieser Epsilon-Tensor ein vollständig antisymmetrischer Tensor ist. Da geht es auch hier wieder nur so, dass nur etwas da steht, was ungleich 0 ist. Wenn also diejenigen alle ungleich sind und die wieder alle ungleich sind. Das heißt, wenn da zum Beispiel i gleich 1 und j gleich 2 ist, das kann man jetzt wählen, zwei freie Indizes, dann geht nichts mehr. Denn r und s muss ja hier beides so stehen. Also wenn zum Beispiel dann r und s ist 1, also nehmen wir an, i ist 3, i gleich 3, i gleich 1 und j gleich 3. I gleich 1, j gleich 3. Na, da können Sie zum Beispiel damit, wenn das i 1 ist, können Sie da noch 2, 3 wählen. Das ist das, was noch geht, oder 3, 2. Sodass das ungleich 0 ist. Wenn Sie da aber wieder 2, 3 wählen und das j ist 3, ist schon 0. Wenn Sie 3, 2 wählen, ist auch schon 0. Wenn immer i und j ungleich sind, geht es nicht mehr. Kommen nur Nullen heraus. Es geht nicht anders. Also bleiben mir nur die Möglichkeiten, wo i gleich j ist. Also wird das schon einmal proportional zu Delta i j sein. Weil wenn immer i und j ungleich ist, ist es 0. Verstanden? Und wenn aber jetzt die Frage ist, jetzt was passiert, wenn i und j gleich ist? Nehmen wir an, i ist 3 und j ist 3. Dann können Sie R und S 1 und 2 setzen. Dann steht da 1, 2 und da 1, 2. Und dann geht noch mit 2, 1, geht das auch noch. Die zwei Möglichkeiten haben Sie, wenn i und j gleich 3 ist. Und dann haben Sie einmal eben
eine ungerade Permutation und einmal eine gerade Permutation, mit der sie da multiplizieren. Und das geht sich dann so wieder aus, dass dann mit, weil das außerdem Co- und Kontravariant ist, das wieder mit G und 1 durch G sich ausgeht, es bleibt wieder nur der Faktor, die Zahl 1 da dabei steht. Einmal Delta IJ. Aber weil das jetzt einmal mit RS so und dann umgekehrt auch geht, haben Sie zwei Möglichkeiten. Rechnen wir, schauen wir es genauer an. Also wenn I gleich J gleich 3 ist, dann haben Sie hier Epsilon RS 3 Epsilon RS 3. I und J haben wir als 3 gesetzt. Da steht da, genau, steht 3. Eine Doppelsumme über R und S hat aber nur zwei Möglichkeiten. RS kann 1, 2 oder 2, 1 sein. Epsilon 1, 2, 3, Epsilon 1, 2, 3 plus Epsilon 2, 1. Epsilon 2, 1, 3. Also ich habe einmal R gleich 1, S gleich 2 gesetzt und einmal R gleich 2, S gleich 1. Das sind die zwei Möglichkeiten, die in der Doppelsumme noch bleiben, damit überhaupt was da steht, der dann gleich 0 ist. Denn so wie da ein Dreier drin steht, davon ist eh schon 0. Es geht nur mit 1 und 2 oder mit 2 und 1, mit sonst geht es nichts. Epsilon 1, 2, 3 mal Epsilon, oben 1, 2, 3. Ist aber, das sind eine gerade Permutation, eine Nullte, die ist wieder Wurzel aus g mal 1 durch Wurzel aus g. Und da haben wir hier stehen, 2 1 3 und 2 1 3 ist eine ungerade Permutation, oder zyklisch ungleich 1 2 3. Das heißt, wir haben hier minus Wurzel aus g mal minus 1 durch Wurzel aus g. Und minus Wurzel aus G mal minus 1 durch Wurzel aus G ist wieder Wurzel aus G durch Wurzel aus G ist gleich 1. Und da steht da 1. 1 plus 1 ist 2. Das kommt da. 2 mal Delta I. Wenn die beiden gleich sind, kommt 2 heraus. Und egal, ob da ist oder nicht schon I gleich hier gleich 1 setzt, geht das genauso. Das brauchen wir jetzt nicht näher auseinander. Also da kommt einfach raus, das ist jetzt nur so zu errechnen. Kommt heraus 2 mal Delta IJ. Und Sie können das natürlich, wenn Sie wollen, für alle möglichen Kombinationen da durchrechnen und Sie kommen so drauf. Ja? Und jetzt gibt es dann noch den Fall, den wir uns jetzt im Einzelnen nicht mehr antun werden. Wenn nur über einen Index summiert wird. Ja, also, da haben wir doch alle drei Indizes, da haben wir zwei Indizes, jetzt haben wir nur mehr einen Index. Über den summiert wird. Ja? Das heißt, wenn ich über zwei Indizes summiere, dann kommt keine Zahl raus, sondern dann eben eine Matrix, wo einfach 2, 2, 2 so. Genau, genau. Deswegen, da wo ich über alle 3 summiert habe, kann gar kein Index stecken. Ich habe nur 6. Ganz klar. Dagegen, wenn Sie da über 2 Indizes summieren, bleiben noch 2 frei. Und das sind die 2. Ja? Und jetzt haben wir bei einem Index zumindest 4 Indizes überbleiben. Das ist genau der Fall, um den es hier geht. Da ist nämlich ein Index, über den summiert wird, die anderen sind alle frei. Jetzt sind wir also durch, wo wir eigentlich hin. Und das rechne ich mit Ihnen nicht durch, sondern analog ergibt sich und kann überprüft werden. Erhält man Epsilon R I J Epsilon R K L. Jetzt wird also
da sind über alle 3 summiert worden, da, nur mehr, da ist nur über ein 1 summiert worden, da über 2, was ich zusammenrede. Da sind über alle 3 Indizes summiert worden, da sind nur mehr über 2 Indizes summiert worden und da wird jetzt überhaupt nur mehr über diesen 1 summiert. IGKL sind lauter freie Indizes. Ja? Und da kommt heraus etwas, was ganz ähnlich ausschaut wie hier. Etwas mit Kronecker-Deltas. Da ist herausgekommen, 2-mal Delta IG einfach. Und da kommt jetzt interessanterweise gar kein Faktor ungleich 1 heraus, sondern es kommt etwas heraus, wo man ein bisschen schauen muss. Na, Karl, die Kreide da, das ist ein schönes. Nicht da. Aber ich mache. Geht so. Bei diesem Ausdruck schaut man sich dieses I mit dem K und das J mit dem L an und dann schaut man aus, an wie es ist, wenn man. Ah, da war ein kleines Funzel. Wenn man über Kreuz betrachtet, I, L und W mit H. Was nämlich herauskommt, und das empfehle ich Ihnen, sich auswendig zu merken. Hier, da ist ganz gut, wenn man was auswendig weiß. Da kommt nämlich heraus, Delta I, K, Delta IL minus, jetzt kommen die überkreuz, Delta IL und Delta JK. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, woher wissen Sie das? Probieren Sie es aus. Nehmen Sie alle möglichen Kombinationen her und Sie werden sehen, es stimmt alles. Es ist ja nur ein endliches Problem. Es gibt nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Und die kann man eine nach der anderen durchgehen und dann stellt sich jetzt am Schluss heraus, das stimmt ja. Also das ist das, was hier wir uns da jetzt nicht antun werden, sondern da gibt es natürlich auch noch verschiedene Methoden, aber wurscht. Also ich glaube, ich habe bis jetzt auch gut damit leben können, dass ich das einfach geglaubt habe. Also Delta I K, Delta J L, minus jetzt kommen die roten, Delta I L, Delta J K. Ist das für Sie verständlich? Also jetzt nicht, Sie können das nicht so durchblicken, weil Sie den Beweis nicht kennen. Aber da braucht man keinen riesen allgemeinen Beweis, sondern man muss auch durchwichsen, was es alles gibt. Wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, probieren Sie es aus, dann werden Sie am Schluss voller Freude feststellen, es stimmt. Also das ist halt so. Also, aber die Formel merken, ich glaube, das kann man leicht. Die parallel sind Plus und die überkreuzt sind Minus zu nehmen. Ja? Und das war schon unser Einschub über die Überschiebungen von Epsilon-Tensoren. Denn jetzt sind wir in der Situation, dass wir hier fortsetzen können. Jetzt können wir das nämlich ausrechnen. I und dann J, L, K, M steht da. Also da steht ein bisschen andere Indizes, aber das ist ja klar. Also wir setzen fort. Absolut. A Kreuz B zum Quadrat ist gleich. Und jetzt setzen wir das gleich ein. Schauen, oder so, nein, ich schreibe es nicht nochmal hin. Jetzt schreibe ich da, denken Sie sich, später denken Sie sich das nur. Diese Parallelen und diese über Kreuz laufenden Verbindungen. Das tun Sie dann später nicht hinschreiben, natürlich. Streichen Sie sich Ihre ganze Gleichung weg. Aber jetzt einmal, Sie müssen jetzt ein bisschen vertraut werden mit dem allen. Jetzt wollen wir das gleich einmal in Klammer aufschreiben. Klammer. Was für Delta schreiben wir da hin? Kann das jemand versuchen anzusagen? Diktieren. Delta J, L. Delta K, M. Genau. Minus. Delta J, M. Ja? Delta KL. Das war's. Na, so schwer ist es nicht. Kann man sich schon merken. Und den Rest
wie üblich, muss man einfach aufschreiben und ja nichts falsch aufschreiben. A, J, B, K, A, L, B, N. A, J, B, K, A, L, B, N. Wenn jetzt werden Sie sagen, na und, was hat mir das jetzt gebracht? Na ja, schon was. Denn wir haben schon ein paar Regeln, wenn man so mit Delta multipliziert, das geht doch immer so mit Austausch von Indizes. Ne? Schauen wir mal, multiplizieren wir hinein. Multiplizieren wir dieses Produkt mit dem, minus dieses Produkt mit dem. Das ist ja ein kleiner Ausdruck. Also, was haben wir da? Delta JL AJ ist AN. Weil wenn über J summiert wird und da steht das Delta, nur für J gleich L bleibt was stehen. Austausch der Indizes. X mal schon da gewesen. Also das AL, damit sind wir auch das jetzt. Dann Delta KM, BK ist BM. Über K wird summiert, nur für K gleich M steht was da, BM, damit ist das jetzt. Und damit ist aber das jetzt abgearbeitet. Es bleibt stehen, mal AL, mal BN. Ja? Und jetzt minus, das macht die Schicht auch nochmal so. Delta JM, AJ ist AN. Austausch der Indizes. Damit ist das wieder weg. Delta KL, BK ist BN. Und es bleibt unten über noch AL, BN, was da von dem Produkt noch da ist. Ja. Jetzt werden Sie sich natürlich denken, und jetzt haben wir erst wieder was Unübersichtliches gewonnen. Was ist jetzt letzten Endes an der ganzen Geschichte besser geworden? Aber jetzt werden Sie gleich sehen, die Methode des kontinuierlichen Anstarrens hilft in dieser Situation. Starren Sie hin, dann werden Sie auf einmal sehen, da steht AL, AL und da steht BM, BM. Na, AL, AL ist absolut A Quadrat. Absolut A Quadrat, BM, BM, absolut B. Zum Quadrat. Es ist gut, dass wir das nochmal haben. Ich wollte schrecklich. Es ist gut, dass wir da kommen. Also das ist sofort etwas leicht Erkennbares umzusetzen. Und jetzt kommt Minus. Und jetzt starren wir da hin. Dann seht ihr AMBN. Das ist A Skalar mit B. Und ALBL ist wieder A Skalar mit B. Ja? Und jetzt kommt also die große Ernüchterung, weil Sie sich jetzt denken, ja, kommt eine Null raus, ein Blödsinn. Weil A mal B zum Quadrat ist A Quadrat mal B Quadrat. Ja, aber wir sind in der Vektorrechnung. So einfach ist das nicht. Jetzt muss ich den letzten Teil dieser Tafel noch verwenden, aber ich kann diese eine Zeile. Vorne bleibt stehen absolut A zum Quadrat mal absolut B zum Quadrat minus und A mal B, Skalarprodukt, alte Geschichte. Ist absolut A mal absolut B mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Also. Aber das ist alles Quadrat. Also absolut A zum Quadrat mal absolut B zum Quadrat mal dem Cosinus Quadrat dieses eingeschlossenen Winkels. Na jetzt ist gut, dass wir da mit absolut A kreuz B zum Quadrat angefangen haben. Da stehen jetzt lauter Quadrate. Jetzt können wir da noch den schön fortsetzen. Also ich glaube, Sie sehen schon so wirklich ganz einfach. Ist es nicht, aber wir haben viel dabei schon gelernt. Sie haben jetzt gelernt, wie das mit den Überschiebungen der Epsilon-Tensoren ist. Und wir kommen jetzt letzten Endes zu einem quantitativen allgemeinen Ergebnis. Also setzen wir fort. Wir können nämlich da jetzt herausheben und können auch die Wurzel ziehen. Heben wir zuerst heraus, dann bleibt da stehen
absolut A zum Quadrat mal absolut B zum Quadrat mal klar. Ist gleich absolut A zum Quadrat mal absolut B zum Quadrat mal klar. Und da steht dann jetzt einmal 1 und dann minus den Cosinus Quadrat da. 1 minus Cosinus Quadrat in das eingeschlossene Minus. Sehen Sie, dass das so passt? Absolut A Quadrat, absolut B Quadrat mal 1. So, absolut A Quadrat mal absolut B Quadrat mal 1 minus absolut A Quadrat, absolut B Quadrat mal Cosinus, wie es da steht. Na ja, und jetzt schauen Sie mal. Was ist 1 minus Cosinus Quadrat? Jetzt lichten sich die Wolken schon. Sinus Quadrat des eingeschlossenen Winkels. Und dann jetzt die Wurzel aus dem Ganzen ziehen. Das ist ein Quadrat und das sind lauter Quadrate. Ergibt sich, dass absolut A Kreuz B jetzt ohne Quadrat, das wird doch die Wurzel gezogen, bleibt stehen absolut A mal absolut B mal den Sinus des eingeschlossenen Winkels. Nur großartig. Alles stimmt. Denn das ist, das haben wir uns schon ein bisschen früher mal in der Vorlesung überlegt, die Fläche des von den beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms. Grundlinie mal Höhe. Und die Höhe ist das B mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Genauso wie es drinsteht. Grundlinie ist das A und das B mal Sinus ist die Höhe von dem Parallelogramm. So ist die Parallelogramm. Haben wir alles. Also, A Kreuz B steht senkrecht auf A, steht senkrecht auf B und die von den beiden eingeschlossenen, also die Fläche des von beiden aufgespannten Parallelogramms ist gleich dem Betrag. Jetzt bleibt noch was Letztes über. Wohin zeigt es? Und da kann man sich ein bisschen herumspülen. Das will ich Ihnen aber jetzt, glaube mir, auch ersparen. Da muss man so ein paar Fälle unterscheiden. Das ist das, was die Mathematiker so gern machen. Und was mir nie so gedacht hat, muss ich ehrlich sagen, wo es sehr wichtig ist. Nicht, dass ich glaube, ich schätze das gering. Es ist sehr wichtig, dass man das genau macht. Aber wenn man das also genau macht, dann kommt man drauf. Und das ist jetzt auch etwas, was Sie jetzt heute noch gleich als Ergebnis mit nach Hause nehmen sollten. Wenn man A Kreuz B bildet, A, B und den Vektor A Kreuz B, der senkrecht auf diese Fläche da steht, ne? Dann wird dieses Dreibein A, B und A Kreuz B so aufeinander folgen wie die drei Basisvektoren. Wenn also das Basisvektorsystem ein Rechtssystem ist, dann ist es wirklich so, A, B und A Kreuz B. Wenn hingegen das Basisvektorsystem ein Linkssystem ist, muss ich die Hand nehmen, A, B und A Kreuz B. Schauen Sie, es passiert wieder das, was wir schon erwartet haben. Wenn A und B richtige Vektoren sind, dann muss A Kreuz B ein Pfeilvektor sein. So wie es da oben steht, A, B polar, daher A Kreuz B axial. Wenn aber jetzt einer von den beiden, das kann ich jetzt nicht vorstellen, so, den kann den Daumen nicht in die Gegenrichtung, dann ist er zerbrochen. Aber wenn er das in die Gegenrichtung zeigt, dann geht sich das wieder so aus, dass das wieder ein polarer Vektor ist. Aber das sieht man ja da an, schon so schön mit dem Minus mal Minus ist Plus. Nicht? Ja? Also merken Sie sich, das vektorelle Produkt, so wie es da oben definiert wurde, entspricht allen Voraussetzungen, die Sie kennen, mit der Richtung und mit der Länge, und außerdem ergibt sich, dass die drei Vektoren A, B und A Kreuz B in der gleichen Weise aufeinander folgen wie die drei Basisvektoren. Und es geht nur fürs Dreiprinzip. Damit wissen Sie alles, was Sie über das vektorielle Produkt wissen müssen. Also damit, glaube ich, haben wir heute diesen Punkt mit dem vektorellen Produkt weitgehend abgeschlossen. Nächstes Mal sprechen wir noch kurz. Das ist ja eine Vektor- und Tensorrechnung für Physiker. Steht zwar einfach in der Vektor- und Tensorrechnung auch für Physiker, sind ja hauptsächlich Physiker da. Vielleicht auch. Es sind Meteorologen auch da und Astronomen. Meteorologen? Astronomen? Nur doch ein paar. Gut, gut. Das tut Ihnen auch. Kommt auch bei Ihnen vor.
Und auch bei den Meteorologen mit den Wirbeln, nicht? Wo das so oder so hoch Tiefdruckgebiet hinauf hinunter. Also das ist alles auch sehr wichtig. Nächstes Mal reden wir noch kurz über einige Eigenschaften des vektorellen Konduktes, gehen dann über auf Vektorfelder und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen. Bereiten uns das Feld für die Vektordifferentialoperatoren. Und das setzen wir dann im Sommersemester fort. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.